Wir starten den Server gerade nochmal neu und dann geht es los mit Counter-Strike GO. Das ist halt auch wieder so ein Klassiker eigentlich. Jungs, ja? Ihr müsstet euch versuchen, mal ganz schnell einzuloggen auf dem Server. Wir sind drauf. Ja. Ich war eben kurz drauf und dann bin ich aber wieder... Ich bin jetzt drauf. Ja, ich bin auch drauf. Ich bin Antiterror-Typ. Juhu. Super, gut, dann passt ja alles. Ich wollen natürlich gegeneinander spielen. Du bist Antiterror, dann macht mich das folglich zum Terroristen. Was kann ich denn hier kaufen? Ich habe, weißt du, wie ewig dieses Spiel nicht mehr gespielt habe? Aufwärmphase haben wir eh noch von 4 Minuten 20. Ich habe das auch schon so. Man ist schon auf so viele Sachen, hat man sich schon mittlerweile eingestellt und ist dann gewöhnt. So Geschichten wie eben schneller Messerangriff auf irgendwie Daumentaste. Und das gibt es hier alles nicht mehr. Es gibt ja nicht mal mehr Zoomen. Was heißt nicht mal mehr? Noch nicht Zoomen. So. Also eine Hochexplosivgranate wird jetzt erstmal fett gekauft. Kauf mal bitte fett. So, ach so, wir können aber schon ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, Counter-Strike muss man kaum noch erklären. Es geht ja darum, Bumpkins zu legen und die anderen abzuschießen. Wieso kann ich denn jetzt nicht zoomen mit der Waffe? Was ist ja, denn? Das gibt's nicht. Warum denn nicht? Du musst dir eine Waffe kaufen, die Zoom hat. Aber warum denn? Du kannst doch über Kimme und Korn zielen. Weil ja, aber bei Counter-Strike ging das noch nie. Echt nicht? Das, nee. Das wusste ich ja gar nicht. Ja. Ah! Noob, ey. Hab schon einen. Oh, da steht einer. Was? Der lebt ja noch. Oh, pff. Ich bin aber ein bisschen diesen Moment festhalten. Ja, den wollte ich schon mal. Übrigens, ja. Miss Lovett schreibt gerade, ich bin für sie kein Shirts im Studio 71. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Da bieten sich auch viele schöne Motive. Genau, da wird sich dann der deutsche Verfassungsschutz wird sich freuen über alle schönen Motive, die wir dann in Auftrag geben. Oi, aber das Zielfernrohr von der SIG. Oder Krieg, wie sie ja jetzt heißt, das haben wir ja vorhin gelernt. Krieg. Ui. Ist schon schön. Aber die AWP ist immer noch hart. Nee, also ohne Zoom macht mir das Spiel keinen Spaß. Aber das ist so. Da musst du eine andere Waffe nehmen. Angry Neeson schreibt, sorry Fabi, wer entschuldigt sich Schwein. Bei mir? Schwein! Angry Neeson, Schwein! Schwein? Ich werde dich töten. Zwar nicht mit dem Messer, denn das ist mir zu kompliziert. Wieso kann ich zum Beispiel nur eine Granate mitnehmen? Counter-Strike gespielt. Doch, aber es ist 1000 Jahre her. Wieso bin ich schon wieder tot? Ich habe doch gerade erst eingekauft. Ja, weil die jetzt hier überall rumrennen. Ich merke gerade hier die Optik. Also ich habe auch das Go bislang nur bei Last Man Standing gespielt. Die Optik von hier der SIG gefällt mir gut. Das sieht richtig gut aus. Da war da einer. Ach nee, ein Kollege. Oi, baut's Recki direkt in den Kopf. Ja, das ist noch ein bisschen zum Warten. Ach Mann, hier kannst du nicht mal eine Granate reinschmeißen. Was mich ein bisschen verwirrt, denn dafür kenne ich Counter-Strike GO nicht gut genug, ist, dass hier Leute rumlaufen, die irgendwelche blauen und lilanen und damit vermutlich epischen Waffen haben. Geht denn sowas? Das ist bei CSGO jetzt relativ die Neuerung. Ne? Es gibt so einen Kostümshop. Recki muss raus! Da kannst du dir schöne Skins für deine Waffen holen. Ah, okay. Ganz beliebt sind übrigens für diese geschwungenen Messer-Skins. Ja, das habe ich schon gesehen. Da gibt es richtig wertvolle auch. Oh, guck mal hier, was ich hier für ein... jetzt habe ich voll die Waffe aufgenommen. Ne? Da denkt ihr euch jetzt, ich lasse die mal liegen, aber nee, die habe ich geklaut. Und in typischer Hain-Manier wird erstmal der Schalldämpfer abgenommen. Schalldämpfer ist Beste. Ach, wo war denn nochmal die Wegwerftaste? Ah, jetzt habe ich nämlich auch sowas. Aber Awe konnte ich noch nie. So wie crouch ich? Maria. Wie crouch ich? Ah, hier wird gecroucht. STR. Und sprinten geht auch noch. Ich bin doch gerade erst um die Ecke gekommen. Das Spiel ist beschissen. Ich habe keinen Bock mehr. So, jetzt weißt du, wie es mir letzte Woche mit Dingsbums ging. Das Spiel ist schlecht. Guck dir das mal an. Da stirbt man ständig. David, es tut mir leid, dass ich dir sagen muss, das Spiel ist schlecht, sondern du spielst Nein, schlecht. Nein, das Spiel ist schlecht. Das ist verbuggt. So, wissenschaftlich erwiesen. So, noch 30 Sekunden verbuggt. Und dann werde ich euch alle schrecklich töten. Jetzt schieße ich hier alle tot. Jetzt. So, jetzt campe ich mal hier. Mary schreibt gerade, würdest du höher zielen, würdest du auch andere töten. Sag bloß, die Mary kennt sich jetzt auch noch mit Spielen aus. Wie kann ich denn nicht ducken? Das hier geht ja nichts. Ducken ist, du musst dir vielleicht die Steuerung noch einstellen, muss ich mir immer auf Shift legen. Ich glaube, Jetzt sniper ich. Jetzt wird nämlich krass gesnipert. Wenn der behind nämlich sniper, dann könnt ihr euch nämlich... Dann startet einfach der Server neu, oder was?
Gut, jetzt kaufe ich mir erstmal. Ach so, das Spiel fängt jetzt gerade erst an. Jetzt geht, das war doch die Aufwärmphase, deshalb dann stand ich da immer im Aufwärmphase. Bah! Aufwärmhase. So, wer ist denn der Bombentyp? Da steht es auch dran. Ducken ist nicht gut, schreibt Mr. Rex. Es kommt drauf an. Angry Neeson, Herz Hein. Hallo. Ach, und man kann ja wirklich noch mit dem Messer, das finde ich lustig, das gibt es jetzt in Hardline wieder, dass man mit dem Messer schneller laufen kann als mit anderen Sachen. Ja, das war ich habe eine Granate ins Gesicht bekommen, sehr offensichtlich. Gut. Links. Ja, und da ist noch einer. Ja, ich töte euch alle. Oh, ich bin so schlecht, ey. Das warst du sogar du. Ja. Du bist einer der wenigen, der beim Spielen gleichzeitig vertont. Und ich habe die Bubble. Ich gewinne. Ich hätte doch Let's Player werden sollen. Ja, vielleicht schon. Das hat jetzt wieder so kompliziert, dass man, glaube ich, mit der... Mann, so ein dummes Spiel. Nein! Was? Warum? In den Kopf, Angry Neeson. Ja, Schwein. Angry Neeson, der hat's drauf. Der ist, ja, der ist ein guter Mann. Ich ja auch, muss ich mal dazu sagen. So, jetzt hole ich mir mal eine echte Waffe hier. Die Mac. Einmal Mac und Pommes. Bronco Bob schreibt, David kann ja auch einfach die Bombe spielen. Ach, guck mal, was hat denn für ein schönes Klappen. Ja, ich bin auch kurz vorm Explodieren hier. Ja. Max, lauf nicht mir hinterher, ich habe keine Ahnung. Max Florian schreibt auch, Behind hat echt den Aim einer Kartoffel. Oh, hier kommst du schon bei Bravo. Genau. Ich war übrigens auch mal in der Bravo, das möchte ich hier nochmal dazu sagen. Bravo Traube vielleicht. Spielst du deswegen so schlecht Counter-Strike. Hab ich die Bombe? Ach, tatsächlich. Nein, was, warum? Ich würde sie so gerne auf meine Maus schieben. Die Miriam schlägt dir gerade vor, dass du vielleicht erstmal so ein, zwei Warnschüsse abgibst, damit die Gegner auch wissen. Ja. Wie renne ich denn in dem Spiel? Gar nicht, gibt's nicht. Was? Hier gibt's ja nichts. Wie kann ich mein Hauptgebäude reparieren? So, habe ich überhaupt... das Geld geht alle. Dann nehme ich mal... Ich meine Pistole. David, schau mal, ob es Kiesel gibt. Vielleicht kannst du jemanden Kiesel. Auf jeden, ich kiesel einfach jemanden. Leider gibt es hier keine Kiesel, aber ich kann so tun, als wäre meine Granate einer. Ja, tun wir so, als ob das ein Kiesel ist. Ja, der Angry Neeson, der reißt das bei uns allein. Ich habe immerhin zwei Kills gemacht, möchte nur mal kurz dazu sagen. Was aber so ein bisschen verwirrend ist, muss man sich auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass wenn man getroffen wird, ach Gott, dass man da so gebremst wird. Wie im echten Leben. Kennst du, ne? Ja. Ich habe hier mal Ninja Magic, was so? Nein, warum? Ich glaube, der kam von der anderen Seite. Ja, ich glaube auch, aber warum kam er von der anderen Seite? Das ist doch die Frage. Also zumindest diese Wackelpudding-Spritze an der Wand würden das so erklären. Ja, genau. Die Wackel, die so, Marmelade, oh, die sich hier überall auf die Stulle unseres Lebens verteilt. Ich würde ja gerne sagen, ich spiele jetzt irgendwie. Andere Klasse. Du spielst jetzt, du steigst jetzt in den Jeep ein. Die kenne ich, siehst du, die kenne ich noch nicht mal. Präzise Reichweite, ich kann ja sowieso nicht aimen. Ja. Ja, also ich laufe mal wieder in dieselbe Richtung. Naja, wobei ich muss natürlich dem Zuschauer auch ein bisschen Abwechslung bieten, deswegen ein bisschen mehr drehe ich mich einfach jetzt hier hin. Ein bisschen Spannung. Und renne dann wieder in dieselbe Richtung. Genau, verwirr deine Gegner mit deinem Laufverhalten. Und jetzt guck mal, wie ich hier, wie das ist hier nämlich hartes Strafen an der Wand. Stretching, ja. Und jetzt hier nochmal, ne, könnte ja sein, dass der hier oben wartet. Jetzt duckjumpe ich hier so um die Ecke. Ich duckjumpe um die Ecke. Nochmal ein Duckjump. Was bist du überhaupt? Wenn du aussehen willst wie so ein Pro-Player, musst du aber auch ständig Q drücken. Das ist ganz wichtig. Was macht Q? Das Schnellwechsel zwischen Messer und Waffe. Das musst du beim Laufen ganz, ganz viel machen. Dann siehst du aus wie ein Pro-Player. Ah ja, okay. Dann werde ich das gleich mal machen. Ich bin jetzt nochmal an der Base, um wirklich dann werde ich mein Team jetzt ganz kurz erwarten. Möglichst einfach nur lange am Leben zu bleiben. Und dann die Reste wegzuknallen. Wie das? Warum? Ich finde, man sollte mit euren letzten Worten mal T-Shirts machen. Wie jetzt? Was? Warum? Ich oder glaube, die Reste wegknallen. Meine Dingens hier runterdrehen. Meine Dingens. Ihr wisst ja, meine Dingens. Oder so einen losen Zusammenschnitt aus. Aus Empfindlichkeit 6, das kann ja nichts werden. Aus unseren ganzen Ausrastern, aus allen Shows müsste man, glaube ich, auch mal. Immer wenn wir uns aufregen. Über all die Jahre. So eine Art Supercut. Ja, das wäre super. Ja. Ich weiß nicht, haben wir letzte Woche... Der Supercut wäre im wahrsten Sinne des Wortes super dann. Ja. Oliver Dombrowski. Das hast du richtig erfasst. Habe ich. David Hein. Ja, gut. Mehr als Gewehrchen ist nicht drin. Ja. Ich gebe zu bedenken, dass hier diese Waffen jetzt halt wieder, die sind richtig gebaut im Gegensatz zum alten Counter-Strike. Ja, die sind kann die rechts Granate eigentlich in der Hand explodieren? Nee, ne? Also von Bravo. Das ist auch im echten Leben. Och Mann, ich habe sie scheiße geschmissen. Du sollst dir vorstellen, dass das jetzt ein nicht Kiesel mehr ist. So. Ein Kiesel, der hat einen ganz anderen Fall. Boah, jetzt habe ich hier hart überlebt. Aber das hätte ich jetzt so gerne, dass da einer durchkommt.
Fürs Überleben gibt es keine Statistikpunkte. So, jetzt mache ich mal hier. Liegt ah, nee, mit Kuh mache ich gar nicht. Bombe hingeworfen. Aufs Messer. Doch, 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 hier, siehst du? Oder Pistole, ja, es kommt drauf an, was du machst. Da, ich glaube, da greift jetzt jemand an hier. Ja, also rein statistisch hätte der sterben müssen. Weg, du Schwein. Boah, ich habe eine Runde überlebt. Wie gut. Was hast du gemacht? Einfach stehen geblieben? Nee, ich habe mich verlaufen. Ah, das ist immer schlecht, wenn man sagt, wir spielen Spiel XY, dann kommen nur die Leute, die es können. Ja, ich glaube auch, das große Problem wird sein, dass wir in LPT niemals Spiele spielen, die wir beide können. Mhm. Denn wenn wir jetzt sagen würden, wir machen mal Street Fighter eine Runde oder so, da hätten wir den Olli eigentlich, da können wir den Olli wieder einladen, weil der ist richtig gut. Ja, in allem. Naja, guck mal, da hat er den jetzt hier schon wegge... Was? Anna S. Sagt, fühl dich getröstet, David, es muss auch Lockflügel geben. Oh, guck mal, ey, wie kann man denn die Granate so schmeißen? Oh. Jetzt, ich sehe nichts. Oh, der steht bestimmt hinter mir. Ah, geh weg, lass mich durch. Oh. Ah. Der Para, immer. Immer ist es der. Wie viel hatten wir? Oh nein! Das war knapp. Ach, warum? Das war knapp. Ich bin revived worden. Nee, doch nicht. Das war echt knapp. Es wäre mein erster Kill, hätte es sein können. Machen die uns nackig. Alter, wie schlecht ich bin, ey. Naja, gut. Dafür kann ich Axiom Verge spielen. Ja, ich kann voll Battlefield. Und ja, ich kann voll Battlefield. Und Liegestütze. Und im echten Leben kann ich auch so manche Sachen. Ja. Liegestütze. Aber das ist auch ein lustiger Effekt, dass das Fadenkreuz auch immer so unscharf wird. Nee, das finde ich nicht gut. Aber guck mal, das Gute ist, wir können es... was sieht man denn bei dem? Das Gute ist, wir können es ja drauf schieben, dass die halt alle ihre epischen Waffen haben. Was sagen denn die halt nicht? Fans? Ich lese schon die ganze Zeit vor, ihr seid so unfassbar konzentriert. Ja, ihr seid so unfassbar konzentriert, dass ihr das so im Wahn nicht mitbekommt. Achso, du stellst, sag aber die Namen der User. Natürlich tue ich das die ganze Zeit. Na, das ist witzig, dass ihr das nicht mitbekommt. Nee, ich hatte gerade zum Beispiel. Wie schlecht dieses Spiel ist. Oder das Spiel ist super. Gerade von der Anna S. vorgelesen, dass sie gesagt hat: Fühl dich getröstet, David, es muss auch Lockvögel geben. Aber da. Musstest du intervenieren mit einem Kampfschrei? Angry Neeson schreibt gerade, er möchte gerne meine Bügelkraft werden. Was heißt das? Ja, das ist auch ein Netzwerk, so wie Mediakraft, nur darf man. Geht ihr doch mal vor, ich habe die Bombe, ich bin wichtig. So, jetzt schmeißt die Granate genau da rein. Also wenn die jetzt nicht jemanden getötet, aber da kommt keiner lang. Das habe ich als Profi sofort genommen. Jawohl, unser Sniper hat da wen weggesniped am Holztor. David, ein ganz guter Tipp von Michael Wacker. Du solltest dir mal Rüstung kaufen. Das hilft dir vielleicht ein bisschen länger zu überleben. Naja, guck mal, also so schlecht der ist jetzt, ich spiele. Da muss er auch erstmal Geld dafür haben. Kommt mal zu mir, bei mir ist... Mach ich mal die... Bleib mal, geh mal lieber wieder zu... Angry Neeson, ich hasse dich, du darfst nie mehr irgendwas mitgehen. Das ist meine Bügelkraft. Da war einer, den habe ich fast getötet. Naja, eigentlich habe ich vorbeigeschossen. Oh. Vielleicht sollten wir auch mal Street Fighter spielen, dann kann David auch mal gewinnen. Ah, aber jetzt killt er gleich einen. Ich hab Angst. War das eine Bombe? Hier ist eine Bombe. Du hast ein goldenes Messer? Ah, nee. Ich bin nicht alleine. Oh nein, ich bin der Einzige, der noch lebt. Fabian, die Bina schreibt, Fabian kastriert alle. So ist es eigentlich. Du sollst aber ein bisschen höher zielen, dann klappt das auch mit dem Headshot. Oh. Und du sollst eine Deagle nehmen. Ach, die Deagle. Ich bin kein Aimer. Ich bin ein Taktiker. Und hier gibt's keine. Hier muss man aimen können. Ich wollte nicht sagen, hier gibt's keine Taktik, denn natürlich gibt's hier Taktik. Aber ich kenne sie nicht mehr. Ja, na der Angry Neeson, der macht's. Guck dir das an. Was? Oh, das ist einer. Was hat das? Und das mit 52 Jahren, ne? Der heißt Angry Neeson 52. Müsst ihr euch mal überlegen. Meinst du, der macht sich jedes Jahr einen neuen Account? Aber guck mal hier, der hat auch eine Flashbang. Naja, oder er ist 52 geboren. Das kann natürlich auch sein. Du schaffst es! Fumps, du schaffst es! Ja, jetzt spielt er noch mit seinem Messer rum. Jetzt legt er einfach die Bombe. Aber der wechselt nicht. Ja, guck mal, der hat das Sprengstoff von mir. Das habe ich ihm besonders schön besorgt. Oh, der schießt den durch den Kasten durch. Er steht. Enden! Machen! Jawohl! Bester Mann! Oder Frau? Ja, weiß man nicht. Ne? Jungs, weiß man nicht. Ich störe euch äußerst ungern, aber euer profihaftes Spiel habt ihr so unfassbar Lust gemacht jetzt auf Counter-Strike. Ich würde sau gerne noch so 7 Fakten erfahren über das Game. Ah! Ist aber lustig, dass du nach 7 fragst. Das wäre doch mal eine Sache. Du, da gehen wir doch gerade mal hin. Da habe ich dir nämlich was vorbereitet. Wollen wir das jetzt machen oder machen wir das am Schluss? Ihr könnt ja gerne noch gemütlich ein bisschen weiter zocken und wir gucken uns mal eine Matze an, oder? Ja, dann guckt euch mal eine Matze an. Weil so langsam wird die Zeit nämlich auch knapp. Gut. Ne? Jetzt messe ich hier jemanden. Oh, jetzt kommt er wieder was.
Die erste Beta-Fassung von Counter-Strike wurde am 19. Juni 1999 veröffentlicht von den beiden Studenten Min Guzman Lee und Jess Cliff als kostenlose Modifikation für den Ego-Shooter Half-Life. Schon ein Jahr später kauften Valve, die Macher von Half-Life, die Rechte an Counter-Strike und stellten Lee und Cliff als Game Designer an, um die Mod weiterzuentwickeln. Counter-Strike gilt als entscheidender Faktor dafür, dass sich Half-Life über Jahre in den Verkaufscharts hielt. Guzman und Cliff wollten, dass der Spieler die Patronen seiner Waffe durchs Bild fliegen sieht, weil das hübsch ausschaut. Allerdings werden Schusswaffen grundsätzlich so gebaut, dass sie die Patronen nach rechts auswerfen, weil die meisten Schützen Rechtshänder sind und mit dem rechten Auge zielen. Da wäre es saumäßig irritierend, wenn die Patronen nach links ausgeworfen würden, weil sie dem Schützen direkt durchs Blickfeld fliegen würden. Guzman und Cliff wollten aber genau das, weshalb sie die Spielfiguren in Counter-Strike einfach zu Linkshändern machten. Erst später gab es einen Konsolenbefehl, mit dem man die Knarren in die rechte Bildhälfte verschieben konnte. Dann allerdings spiegelverkehrt. Als Counter-Strike den Sprung von der Gratis-Mod zum Verkaufsspiel schaffte, mussten die Entwickler die Namen der im Spiel befindlichen Waffen aus markenschutzrechtlichen Gründen ändern. So wurde zum Beispiel die Steyr Scout zur Schmidt Scout, die AK-47 zur CV-47 oder die Desert Eagle zur Nighthawk. Jess Cliff ist nicht nur Co-Erfinder von Counter-Strike, sondern auch die Stimme des Spiels. Er hat die Funksprüche aufgenommen, mit denen sich die Spieler wertvolle Hinweise geben können, ohne tippen zu müssen. Die Tatsache, dass die Spieler bei Counter-Strike miteinander kommunizieren können und müssen, bewahrte das Spiel hierzulande vor dem Index. Im Jahre 2002 lag Counter-Strike der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vor. Die attestierte dem Shooter durchaus eine jugendbeeinträchtigende Wirkung, die sich aber dadurch relativiere, dass Counter-Strike viel Taktik und Absprache erfordere. Außerdem könnten die Spieler ja auch gewinnen, ohne einen Gegner zu töten. Naja, zumindest theoretisch. In der deutschen Version von Counter-Strike 1.6 bluten die Gegner grünlich-gelb und setzen sich friedfertig auf den Boden, wenn sie besiegt worden sind. Die Änderungen basieren auf der deutschen Singleplayer-Fassung von Half-Life, in der menschliche Gegner durch ölspritzende Roboter ersetzt wurden und sich Zivilisten bei Beschuss auf dem Boden kauern. Counter-Strike hat eine ganze Spielserie begründet. Zuerst gab es 2003 eine Xbox-Fassung, dann 2004 das eher für Einzelspieler konzipierte Counter-Strike Condition Zero, wenige Monate später schon Counter-Strike Source, die Portierung auf Valves neue Grafik-Engine von Half-Life 2 und schließlich 2011 Counter-Strike Global Offensive, das eigentlich PC, Mac und PS3-Spieler gegeneinander antreten lassen sollte. Das scheiterte dann aber an Sonys Patch-Politik. Und wo wir gerade in Asien sind, dort gab es von der westlichen Community weitestgehend unbeachtet ab 2005 eine Spielhallenversion von Counter-Strike mit dem Untertitel Neo. Und ab 2008 eine Pay-to-Win-Variante mit dem etwas unsinnigen Namen Counter-Strike Online. Als hätte man das nicht eh immer schon online gespielt. Das Spiel, das 2013 auch noch einen Nachfolger bekam, wird vom koreanischen Entwickler Nexon produziert. Valve verkauft denen nur die Lizenz. Was vielleicht auch erklärt, wie es 2014 zum jüngsten Teil der Counter-Strike-Reihe kommen konnte. Counter-Strike Nexon Zombies. Du hast noch gar keinen Kill. Ich habe noch keinen Kill. Ich bin aber in meinem Team auch der Schlechteste, muss ich leider sagen. Also ich habe David erstmal kurz zugeguckt beim Spiel mit der rosa-roten Brille auf und ich finde, er macht es gar nicht so schlecht. Gut? Ja, mit der rosa Brille? Ja, er macht es eigentlich schon ganz gut. Ehrlich gesagt bin ich sogar doch der Beste, oder? Terroristen gewinnen, das sehe ich ja jetzt erst. Kriege ich auch mal wieder Geld für irgendwas. Ich habe gerade so eine epische Waffe geklaut. Die habe ich aber jetzt nicht mehr. John Wood hat geschrieben, ganz klarer Fall, und das muss man auch mal sagen dürfen, die Gegner gewinnen aufgrund überlegener Waffenskins. Natürlich. Hat er recht. Logisch. Ach, sind das nur Skins? Schade. Das macht mir jetzt die ganze Geschichte kaputt. Schade. Aber man muss ja dazu sagen, wir spielen ja ohne Ton. Markus, warum spielen wir eigentlich wieder ohne Ton? Ja, Markus, warum spielen wir ohne Ton? Denn dann hätte meine Statistik anders ausgesehen. Ich bin unschuldig. Ja. So. Oh ja. Wir wollen es euch ein bisschen schwerer machen, weil ihr euch so gut macht. So, ich laufe jetzt durch den Rauch durch, denn ich bin furchtlos. Das wird natürlich jeder Spieler sofort bestätigen. Wie Gandhi. Ohne Ton spielen ist halt ein Shooter. Ist halt also ich kriege gerade gesagt, wenn wir Ecke. Hier in der Regie den Sound hören, hört ihr Boom. Den auch. Boom, Duck Jump. Boom, Duck Jump. Und wir hören es. Also. Ich Duck Jumpe. Ich kille jetzt, Leute. Jawohl. Und jetzt werde ich geblockt und jetzt sterbe ich. Aber ich habe einen gekillt. Und zwar den Angry Neeson. Jawohl! Töte ich hier jemanden? Dafür musst du aber vielleicht nicht in den Himmel schießen. Ach, das sind nur Skins.
Schade, töte jemanden jetzt. Aber jetzt habt ihr ja gerade gelernt, ne, in den alten Counter-Strikes waren das immer, wenn die Waffen auf der rechten Seite waren, waren sie immer gespiegelt. Und, ich sehe nichts. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe mich immer gefragt, wie das zustande kommt. Ja, nee, das war tatsächlich eine Designentscheidung, dass es so spannend aussähe, wenn halt da der Verschluss da so vor sich rumhebelt. Das ist ja wirklich eine exzellente Faxensammlung. Wie habe ich den denn jetzt? Das ist doch nicht möglich. Mareike hat eine ganz gute Theorie. Man kann ja auch nicht zoomen mit der Scheiße hier. Sie sagt, die Gegner gewinnen nur, weil David und Fabian nicht in einem Team sind. Vielleicht solltet ihr ins selbe Team gehen. Ich kaufe mir jetzt ein Sniper-Gewehr, mir reicht es jetzt. Ich versuche es jetzt nochmal, habe zum Glück gerade genug Kohle für die AWP. So, die tötet mit einem Schuss, sowas brauche ich. Mit AWP muss man aber auch zielen können. Ja, tötet halt nur, wenn sie trifft, das ist das Problem dabei. Die tötet. Glaub mal. So, ich blocke dich. Entschuldigung, ich blocke dich. Jetzt reicht's mir, ey. Hast du dich gerade bei deinem Spiel entschuldigt? Ja. Sehr gut, da gehen wir jetzt nicht hin. Ihr kennt euch besser. Gute Counter-Strike-Manieren. Ja. Ach Mann, wieso kommt denn jetzt keiner, wo ich meine AWP habe? Da wird geschossen. Weil du gesagt hast, dass du eine AWP hast und das Livestream ist wahrscheinlich. Ich renne jetzt alle da vor ist weg. Einer, da ist einer. Ah, das sind wieder meine. Wieso sind das meine, Leute? Ich will doch jemanden erschießen. Da ist einer! Oh, jetzt war aber echt. War nicht verkehrt, war schon ganz gut. Boom! Oh! Nein! Ah! Was? Yes! Was? Das kann doch mal nicht sein, ey! Ja! Oh, Cheetor! Ja! Damit ist das Spiel gewonnen. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Okay, wir machen die nächste Runde und das sei dann die letzte. Da bitte alle grade, stehen bleiben. Das habt ihr doch gerade während der Mats ausgemacht, so, oder? Ja, nein. Genau! So war's. Sollen wir beide ein Pistolenduell machen? Alle anderen gucken nur zu. Nur wir beide. Machen wir. So als zum Abschluss. Ja, oder wie viel Zeit haben wir denn, Markus? Was heißt ein WH? Bitte, ich habe gerade. Was sagt denn die Uhr? Ich habe keine Uhr zur Hand. Ach, die sagt 19:36 Uhr. Ja, ach so. Wie ihr Lust habt. Wir wollen so langsam zum Ende kommen, aber so ein bisschen, so ein kleiner Spaß zum Schluss geht schon noch. Ich hätte ja gerne mal Konterterrorist gespielt, denn klar, als Terrorist kann er nicht gewinnen. Ist ja klar, ich bin einer von den Guten. Logisch. Daher meine Frage an die Mitspieler. Ich weiß nicht, wo ist denn der Chat gewesen? War der Enter? Weiß ich nicht. Wenn Sie es verstehen, würden wir gerne jetzt mal eine Runde machen. Nur David und ich gegeneinander. Bring your pistol. Der Chat war normalerweise bei Counter-Strike immer auf der Taste F9. Haben das alle gehört? Dann vielleicht mal hüpfen? Kann ich auch zwei Pistolen nehmen? Aber Zero Bubble hat es ja gehört. Von daher also. Ja, du kannst auch zwei Pistolen nehmen. Aber wenn du zwei Pistolen nimmst, dann nehme ich auch zwei Pistolen. Ich lese hier gerade noch Breaking News. Das neue Call of Duty ist Black Ops 3 und wurde soeben mit einem Trailer bestätigt. Black Ops 2. Henry Krause auf Twitter. Mickey Krause Black Ops 3. So, mal sonst keiner schießen. Werbepartner geholt. Nee, ja, ich möchte, David, wo bist du denn? Wir treffen uns. Ich komme. Wo bist du denn? Wo denn? Aber ich werde von deinen Leuten abgeschossen. Oh. Du hast die nicht gut erzogen. Meine Leute sind stehen geblieben. Das ist gut. Ich schieße. Ja, gut. Du bist schon tot, ja? Ob Mickey Krause dann auch die Titelmelodie für Black Ops macht? Mickey Krause macht die Titelmelodie. Das sind. Ja, ein Gewehr! Nee, ich werde es benutzen. Ja. Wo ist meine Messertaste? Wo ist mein Messer? So. Ach, Y. Das sind dann so Songs wie Zeig doch mal die Shotgun. AWP. Genau, zeig die Shotgun, ja. So, ich schreibe es jetzt mal rein. So, jetzt. Nur was, genau, der Recki schreibt nämlich sehr wohl, was macht ihr hier? Und ich bitte. Oh, M-Rex macht den Stream aus, weil der Laptop das nicht mitmacht. Zugucken. Achso. Oh, jetzt habe ich das auch noch alles in groß. Ah, hier, du bist so eine Caps-Lock-Note. Nein, ich bin aus Versehen draufgekommen. Ich habe hier noch einen schönen Kommentar. OMG, David killt Fabi. Ich habe jetzt alles im Leben gesehen. Ja, ja, auch ich habe alles gesehen. So, dann hole ich mir jetzt für eine Pistole. So. Kabas. So, ich eine Pistole. Natürlich. Klar, nehm ich. Keine Ehre und so. Ich nehme die Dual Berettas. Und dann ziehe ich mir noch ein schönes Hütchen an. Messers Becken heißt was? Mit dem was? Ja, sag ich's. Der Rest. Wir können auch einen Messerkampf draus machen. Nee. Dann machen wir einen Messerkampf. Messer? Ja. Oh, ich bin noch schlecht in allem. Gut, dann suchen wir uns jetzt. Ja, ich laufe zu dir zur Alpha. Wo ist denn Alpha? Das A, das große A. Also nicht das B. Okay. Das andere.
Dann messern sie sich alle. So, wo, welcher bist du? Ich stehe jetzt mal an deinem Spawnpunkt. Bist du das da? Bist du der mit dem komischen Hut? Ja. Gut. David hat seine Gang mitgebracht. Okay, komm her. Da! Ah. Was? Ja! Da! Ja! Schwein! Fies von hinten erstochen. Ja, ich war es ja nicht, aber Recki hat einfach zugestochen. Das ist quasi, du bist an der Wunde erstorben. So, jetzt töte ich die anderen. Kommt mir gerade ein bisschen vor wie in Berlin in der U-Bahn. Oh, ich bin sogar in einem Messerkampf, wo ich das erst zusteche, scheiße. Man bringt ja auch eine Pistole zu einem Messerkampf mit. Stimmt. Ja. So, ihr könnt das gleich gerne nochmal machen, aber ich muss das jetzt mit David ausmachen. Mann zu Mann. Na, lass uns jetzt eine Pistole nehmen. Ich weiß nur halt leider nicht, wer du bist. Ja, deshalb, wir treffen uns nochmal. Ich komme nochmal zu dir rüber. Mal zu mir rüber. So, was? Wir wollen eine Granatenrunde, wäre auch lustig. Ist halt schnell vorbei, weil jeder nur eine hat. Ich nehme trotzdem nochmal hier meine Pistölchen. Also ich bin der jetzt die zwei Pistolen hat. Ich nehme mal die zwei Pistolen in der Hand. Ein kleiner Tipp, die Diegel macht sich da sehr gut, ne? Die macht nämlich schön viel Schaden. Naja, da muss man aber auch erstmal mit treffen. Machen wir jetzt Messer oder Pistole? Wir machen Pistole. Und ich bleib jetzt hier stehen, oder? Ich bin geflasht. Von deiner Schönheit. So, ich glaube, welcher bist du? Ich bin hier hinten. Ich komme mal zu dir, glaube ich. Bleibt mal alle da stehen, wo ihr seid. Ich komme mal zu... wo bist denn du? Ich bin hier auf dem Weg rüber zu Alpha. Ja, dann komm ich hoch. Ich bin der bei Alpha auf dem Weg zu Alpha. Ja, ich komme. Ja. Du bist dann um die Ecke, oder? Ja, ich... Was fängst du denn an, du Sau? Okay, jetzt sitzt du da. Ja, er ist wieder tot. Ja, unfassbar. Du fängst ja einfach an. So gilt es nicht. Du hast aber dabei auch geschossen. Ich habe zurückgeschossen, nachdem er mich schon dreimal angeschossen hatte. Sind das für Manieren? Also jetzt haben wir offiziell, David ist der bessere Meister. Der hat einfach angefangen. Trete ich als ungeschlagener Meister ab. Karriere direkt. Jetzt machen wir einmal noch hier AWP. Ich glaube, dafür haben wir die Kohle. Also dieses große, dicke Gewehr. Ja. Ja. Aber ich setze euch da jetzt eine Regel auf. Ihr dürft nicht zoomen. Na gut. Und du bescheißt nicht wieder. Ich achte drauf. Ich bin natürlich hast du beschissen. Nein, das war völlig richtig. Er ist um die Ecke gekommen, hat direkt geschossen. Ja, so macht man das in Counter-Strike. Ja, wenn da drei Kollegen von ihm stehen, ich nicht weiß, welcher er ist. Ja, dann hättest du dein Team besser organisieren sollen. Ich bin der schießt, ist doch ganz klar. Ganz einfach. Jetzt sind wir plötzlich Antiterror, na gut. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Na gut. Pistolenrunde. Das ist jetzt nochmal die Pistolenrunde. Also machen wir die gerade noch zu Ende. Und dann sagen wir Tschüss. Ja, gut. Also, bringt sie alle um, Jungs. Diesmal, endlich. Wie sehen die denn aus? Jetzt bin ich die voll im Siegestaumel hier. Mit diesen Hüten wie so Droiden aus Star Wars. Michael Wacker schreibt auch gerade, das war purer Skill. Ne? Das will sich der Scheißing war wieder, das. Wieder schönreden. So, jetzt mache ich nämlich das, was nur die Profis können. Hier oben drauf balancieren. Denn dann, wenn einer kommt, ach ja, mach hier, oh, wie eine kleine Ente werde ich mich... Da, nimm das! Oh. Wie eine kleine Ente, legst du nicht schlafen. In den Kopf! So. Ja, jetzt wie ist deine Score? Wie viele Kills hast du jetzt? Na, ich hab 2 zu 1. Nee, 2 zu 10. Oh! Fahrer darf nie mehr irgendwo spielen mit uns, leider. Schade. War das gerade Dr. House? Das war Dr. House, ja. Dr. House hat mich gekillt und dann geht's wieder. Der hat mich gesund gekillt. Wie kann denn der so schnell laufen? Ich denke, der humpelt. Ja, da haben wir wieder gewonnen. Schönen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Wie sie alle heißen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich darf euch leider zum Abschied nicht alle umbringen, denn das macht der Jugendschutz nicht mit. Genau das darf ich deswegen hier auch nicht vorlesen, aber ich möchte dir trotzdem gerne zeigen. Was denn? Das hier. Sie gefickt nicht mehr, kann man schon mal vorlesen. Man sollte es aber nicht, weil es unverschämt ist. So, gut, spielen wir halt keine Community Games mehr. Nee, so. Nie wieder. Also weißt du, was ich richtig schön fände, ist, wenn Facebook. Man das öfters mal machen würde. Ja. So Counter-Strike. Eine cool. Arena gegen die Fans, das fände ich eine gute Idee. Das ist, finde ich... Aber gegen die haben wir keine Chance. Naja, aber vielleicht kann man daraus ja was machen. Weiß ich nicht. Mal gucken. Wir könnten sowas machen, wo wir beide gegen die Community spielen. So vielleicht. Ja. Denn ich sehe es nicht ein, von dir erschossen zu werden. Ich sehe es nicht ein. Naja, das macht natürlich dann irgendwann auch das demotiviert, wenn man immer wieder stirbt, auch durch meine Hand. Das ist wie im echten Leben. Ich bereite was vor für nächste Woche dann, ja? Dann haben wir was vor nächste Woche. Wir denken uns was aus, dass wir vielleicht gerade bei Counter-Strike Go, weil es umsonst ist und jeder spielen kann und weil es so friedfertig ist,
dass wir da was uns bauen, was wir beide gegen euch spielen können. Genau. Umsonst ist es aber nur für dich gewesen heute, Fabian. Normal kostet es 15 Euro. 15 Euro? Das ist ja viel zu teuer. Können wir vielleicht nächstes Mal ein paar Counter-Strike Ghosts verlosen? Das ist eine Idee. Und nicht so ein Sack. Ja, so ein Scheiß hier. Mit so Kram. Vielleicht ist da ein Counter-Strike drin. Weißt du, ob da ein Counter-Strike drin ist? Das kann sein. Da könnte ein Sturmgewehr drin. Weiß man's? Ja. Eine Wundertüte. Wundertüte für den Damen, für die Dame oder den Herrn. So wie diese Folge hier. Die war auch eine Wundertüte mit tollen Gästen, spannenden Themen und Witzen, Witzen, Witzen. Ich habe gelacht wie schon seit meiner Geburt nicht mehr. Sehr schön. habe auch lange nicht mehr so viel Blut gesehen. Mhm. Ja. In diesem Sinne. Und Mutterkuchen. Vielen Dank, Olli, fürs Kommen. Sehr gerne. Gerne wieder. Für nächstes Mal ein lustiges Video. Wir denken uns eins aus. Bitte lustiger. Eigentlich müssten wir zum Abschluss nochmal gucken, ob es da noch ein schönes Getweet gäbe. Ein Twitterchen. Vielleicht ist das auch nicht nur ein Sack, sondern Manuel Neuer. Das kann auch sehr sein. Schön, ja. Sehr schön. Wolfenstein Enemy Territory ist kostenlos. Aber es ist sehr alt. So wie Fabian Sigismund. Aber er also ist heute schön. Fliegen die Punchlines. Also ja, da ist er nämlich pissig, weil ich ihn nämlich getötet habe. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hoffentlich wieder mit Fabian Sigismund. Der geht jetzt auf die Kann ich jetzt mein Mikro Tschüss. Jetzt noch an? Ihr Arschlöcher! Blöden Hurensöhne, ich geh jetzt aufs Klo! Tschüss! Tschüss!